Wie surreal, hier einfach so herumzulaufen. Ohne gezogene Waffe, meine ich. Ich werde das Gefühl nicht los, dass mir jeden Moment jemand in den Rücken schießen könnte. Ah. Fremde haben hier nichts zu... Bist du etwa Jax? Ja. Du bist hier mehr als unerwünscht. Raus hier! Okay. Keinen Schritt weiter. Erkläre dich. Was machst du? Moment mal. Sag mir, Fremder, wie heißt du? Immer das Gleiche. Mein Name ist Jax. Dann habe ich mich doch nicht getäuscht. Erstaunlich. Ich habe Gerüchte gehört, du wärst tot. Stimmt es, dass du damals den Hybriden mit bloßen Händen besiegt hast? Erzähl mir erst einmal, wer du bist. Ich heiße Radik. Ich bin sicher, Azog will wissen, dass du hier bist. Cool. Was erzählt man sich? Nö. Wer soll das sein? Das erzählt er dir sicher selbst. Es hat sich einiges geändert, seit das Depot gegründet wurde. Okay. Komm mit. Ich führe dich herum. Aber ich werde doch gleich wieder rausgeworfen. Was, wenn er uns in eine Falle lockt? Ich verstehe dein Misstrauen, Menschenfrau. Dennoch garantiere ich, dass niemandem etwas geschehen wird. Was bist du, Marsmensch? Bei euch. Gut. Eine Führung kann nicht schaden. Dann mal los. Folge mir. Hast du vor, hier zu bleiben? Wir werden sehen. Warum? Na, ich flieg doch gleich wieder raus. Die Sache ist die. Du bist nicht unbedingt beliebt hier. Es gibt viele unter uns, die dich tot sehen wollen. Für das, was du mit dem Hybriden gemacht hast. Apropos tot sehen. Wir haben Glück. Für heute ist eine Exekution anberaumt. Das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Okay. Mein Kopf. Ja. Diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Das Urteil wurde gesprochen. Wir sehen uns. Ein Effizienzmangel wurde zweifelsfrei nachgewiesen. Ach, Gottchen. Der Angeklagte hat das Urteil angenommen. Na ja. Exekutiert den Schuldigen. Seid ihr euch wirklich so sicher? Gute Arbeit. Ihr kennt das Prozedere. Bezieht eure Posten, sobald ihr alles erledigt habt. Das ist ja nett. Ich habe mich schon gefragt, wie lange sie ihm sein Verhalten noch durchgehen lassen. Als nächstes gehen wir zu unserer Forschungseinrichtung. Wie, das war's jetzt? Er wurde einfach getötet? Wie, das war's jetzt? Er wurde einfach so getötet? Seine Ineffizienz hat sein Schicksal besiegelt. Was waren seine Verbrechen? Wer gegen die Direktive verstößt, wird hingerichtet. So einfach ist das. Es scheint dich zu schockieren. Du müsstest die Direktive und ihre Folgen doch noch kennen. Tue ich. Es hat sich wohl nicht so viel verändert. Tue ich. Es hat sich wohl doch nicht so viel geändert, wie ich anfangs dachte. Interessant. Ich habe gehört, dass du deinen Emotionen angeblich freien Lauf lässt. Lass uns beim Laufen weiter darüber reden. Ich möchte deine Emotionen spüren. Hätten. Wir mussten einsehen, dass totale Emotionslosigkeit nicht die Lösung für unsere evolutionäre Entwicklung sein kann. Sie hat uns blind gemacht. Sie hat dafür gesorgt, dass jemand wie du uns beinahe zu Fall bringen konnte. Deswegen bekommt jeder nur noch so viel Elex, wie er braucht, um seine Arbeit möglichst effektiv erledigen zu können. Ach, da. Wir stehen jetzt vor dem Rechen- und Forschungszentrum. Hier wird unter anderem der optimale Elex-Konsum berechnet. Okay. Was ist denn die optimale Menge?
Was ist denn die optimale Menge? Das hängt von deiner Aufgabe ab. Ein Taktiker, der keine Angst um seine Truppen hat, ist unter Umständen kein guter Taktiker. Auf der anderen Seite ist eine Wache, die Angst zu töten hat, keine gute Wache. Der Mittelweg scheint eine gute Wahl zu sein. Also ein ganz normaler Mensch, ja? Ihr versucht als Emotionen nur dort zu unterdrücken, wo sie hinderlich sind. Ihr versucht also Emotionen nur dort zu unterdrücken, wo sie hinderlich sind? Richtig. Das sind unsere neuen Regeln des Elex-Konsums. Und eben für diese Berechnungen ist diese Forschungseinrichtung gut. Wenn du keine Fragen mehr hast, habe ich dir jetzt noch etwas anderes zu zeigen. Ein Experiment, das wir aktuell durchführen. Folge mir. Okay. Du hast von einem Experiment geredet. Was kann ich mir darunter vorstellen? Wir versuchen, Kinder zu züchten, die... Moment mal, was tut ihr? Wir erschaffen eine neue Generation rational denkender Taktiker. Okay. Lass uns mal ein bisschen in den Unterricht reinhören. Vielleicht können wir noch was lernen. Ach, da muss man rein, okay. Das ist ja ganz schön krass, oder? Die Lektion vom letzten Mal dürfte euch noch im Gedächtnis sein. Wir werden heute das Gleiche erneut versuchen. Hinsetzen. Okay. Krass. Gut. Und jetzt denkt daran, was wir gestern gelernt haben. Konzentriert euch. Frau Lehrerin, ich... Wie oft noch, Makar? Keine Zwischenfragen. Die sehen alle so krank aus. Fühlt, wie die Emotionen euren Körper durchfluten. Denkt an die Strafe von letzter Woche. Spürt die Wut, die sie erzeugt hat. Wenn sie euch zu übermannen droht, versucht die Rechenaufgabe zu lösen, die wir gestern besprochen haben. Konntet ihr die Wut erzeugen? Und wenn ja, will ich die Lösung der Aufgabe von euch wissen. Wenn nicht, werden wir die Strafe von letzter Woche wiederholen. Ineffizienz wird nicht toleriert. Übt das zu Hause. Nächstes Mal will ich einen dreiseitigen Bericht über eure emotionale Stabilität lesen. Krass. Besonders von dir, Makar. Bei dir machen wir uns ein wenig Sorgen. Also streng dich mehr an. Sehr wohl, Frau Lehrerin. Gut, ihr dürft jetzt gehen. Oh, mein Mann. Wie du siehst, geht es den Kindern hier sehr gut. Die Elex-Experimente scheinen gut zu verlaufen. Oh Mann. Ihr gebt den Kindern Elex? Nein, im Gegenteil. Wir experimentieren damit, den Kindern kein Elex zu geben. Wir lehren sie, logisch und präzise zu denken, ohne den Einsatz von Elex. Wir Alps haben nie gelernt, mit Emotionen umzugehen. Ohne das Elex sind viele von uns ihren eigenen Gefühlen schutzlos ausgeliefert. Dies versuchen wir bei den Kindern zu verhindern. Den Kindern wird der Umgang mit Emotionen beigebracht, ohne dabei ihr effizientes Denken zu vernachlässigen. Ohne Elex sind sie doch nichts anderes als normale Menschen, oder nicht? Nein. Sobald sie ein gewisses Alter erreicht haben, werden sie, wie alle anderen, ihre täglichen Elex-Rationen bekommen. Unseren Berechnungen zufolge sollten emotional gefestigte Alps mit dem Zugang zu Elex die nächste Evolutionsstufe erreichen können. Okay. Wie kommt ihr auf die Idee, dass das funktionieren könnte? Weil es in der Vergangenheit bereits funktioniert hat. Bei dir. Du warst ein Alp und hast es geschafft, deine Emotionen unter Kontrolle zu halten. Wir vermuten, dass es dir nur deswegen möglich war, dem Hybriden die Stirn zu bieten. Dieses Phänomen erforschen wir und versuchen es nachzustellen, um es zu perfektionieren. Aber wenn du mehr darüber wissen willst, solltest du dich mit unseren Wissenschaftlern unterhalten.